Ja, es ist kalt, doch wo ist der Schnee? Keine Sorge, der kommt noch, aber gleichzeitig hat der Wetterwechsel eigentlich schon begonnen, denn es wird wieder milder. Wir sehen zwar, dass Schnee kommt, Schneeschauer, und auch nächste Woche sehen wir mal kräftigen Schneefall hier, aber gleichzeitig sehen wir, dass Regen aufzieht und dann haben wir natürlich Eisregengefahr, insbesondere hier im Süden, später wahrscheinlich auch im Norden. Also, wie passt das Ganze zusammen? Schauen wir mal auf die Luftmassenverteilung. Und kurioserweise kommt der erste Schwall Warmluft aus Norden. Das passiert manchmal im Winter, dass Warmluft aus Norden kommt, aber wir sehen auch, dann wird es am Montag und Dienstag wieder ein bisschen kälter mit den Schneeschauern. Und dann merken wir aber, okay, jetzt setzen wieder Westwinde ein und warme Luft aus Südwesten breitet sich aus, zumindest mal im Süden. Und dann haben wir diese Temperaturgegensätze, kalter Norden, warmer Süden. Und da kann es sehr stark dran schneien und da kann es eben auch Blitzeis dran geben. Also schauen wir uns nochmal die Wetterentwicklung selber an. Hier sehen wir nochmal diese Schauer und Schneeschauer, die schon am Wochenende einsetzen und auch am Montag, vielleicht am Dienstag anhalten. Und jetzt kommt aber dieses starke, ja, Niederschlagsgebiet, das zunächst einmal viel Schnee bringt und dann eben diese Eisregengefahr mit sich bringt. Also Vorsicht, ab nächster Woche könnte es richtig glatt werden. Es wird aber auch deutlich milder und das ist auch der Trend bis Ende Januar. Es wird wieder wärmer. Die besten Vorhersagen für Ihren Ort finden Sie auf www.wetter.com.